Aus der frischen Beinwellpflanze haben wir also Tinkturen hergestellt, Gele hergestellt, aber eben auch ein Kräutermassageöl, das auf der Basis von der Beinwellpflanze hergestellt wird, versetzt wird aber auch noch mit Jojobaöl und mit Rosmarinöl, einem ätherischen Öl, das auch eine gute Tiefenwirksamkeit hervorruft. Das ist besonders gern gesehen und wird gern benutzt bei Sportlern, die überanstrengte Gelenke haben, die Muskelkater haben, Muskelverkrampfungen haben, aber auch andere Personen, die öfters Rückenschmerzen haben. Da empfiehlt es sich, dieses einzusetzen. Es ist eine Mischung von Öl und Tinktur, hat eine gute Tiefenwirksamkeit und es fettet nicht zu stark. Ein gewisser Ölanteil, auch fettes Öl, muss natürlich dabei sein, damit es sich gut massieren lässt.